Darmtumoren sind eine der tödlichsten Krebsarten, wenn sie metastasieren. Sobald das passiert, überleben nur 10% der Erkrankten 5 Jahre. Deshalb wollen wir mit unserer Forschung diejenigen Patienten identifizieren, die ein höheres Metastasierungsrisiko haben. Und um das zu erreichen, versuchte Ulrike Steins Arbeitsgruppe, Moleküle zu finden, die indizieren, ob der Tumor metastasieren wird oder nicht. Dabei fanden sie heraus, dass die tödlichen Tumoren ein Molekül in sehr hoher Konzentration produzieren. Dieses Protein heißt S100A4. Wenn S100A4 tatsächlich mit der Bildung von Metastasen zusammenhängt, könnten wir vielleicht etwas finden, das die Zellen davon abhält, dies zu tun. Deshalb sind wir zum National Cancer Institute nach Maryland in die USA geflogen. Dort konnten wir die Wirkung verschiedener Verbindungen auf S100A4 testen. Der vielversprechendste Wirkstoff war Niclosamid. Er wird bereits zur Behandlung von Patienten mit Bandwurminfektionen eingesetzt. Um Metastasen zu bilden, müssen die Krebszellen wandern und in umliegendes Gewebe eindringen. Steins Team wollte herausfinden, ob Niclosamid das verhindern kann. In Laborexperimenten konnten sie zeigen, dass Niclosamid tatsächlich die Wanderung und das Eindringen der Krebszellen in Gewebe unterbindet. Bei Mäusen, die mit Niclosamid behandelt wurden, reduzierten sich Anzahl und Größe der Tumoren. Da Niclosamid bereits für Patienten eingesetzt wird, hoffen wir, die Effekte des Wirkstoffs auf Krebserkrankungen schon sehr bald klinisch testen zu können.